Willkommen zum ersten Torchlight 2 Tutorial und wir schauen uns gleich am Anfang mal Zaubersprüche an. Ich kann auf diese Zaubersprüche zugreifen, indem ich die Tastatur I drücke, also das Inventar öffne, und klicke dann hier unten auf Spells Inventory. Jetzt habe ich hier unten die Zaubersprüche drin liegen, die ich gesammelt habe, und hier oben die aktiven, die ich benutzen kann. Wenn ich davon hier jetzt eins entfernen will, dann klicke ich hier auf diesen Remove Spell Button, wähle einen aus und drücke Remove. Und um dann wieder ein neues zu lernen, wähle ich hier eins raus und mache einfach einen Rechtsklick drauf. Dann wird er hier eingefügt und ich kann die dann hier unten in meine Schnellzugriffsleiste mit einem Klick, wenn ich hier draufklicke, sehe ich hier zum Beispiel meine Skills. Da kann ich das auswählen. Und das gleiche gilt natürlich für unser Tierchen. Drücke ich P für Pet und habe hier auch das Spells Inventory und hier gilt das gleiche. Allerdings, das Tier verwendet die selbst automatisch, also da muss ich selbst dann nichts mehr zutun.